Nachwuchsleistungszentrum und wie komme ich dahin? Diese Frage stellen sich ganz, ganz viele Kinder, Jugendfußballer oder junge Erwachsene, die den Traum haben, Profi zu werden. Aber wann macht es überhaupt Sinn, in ein NLZ zu wechseln und wie komme ich dahin? Das besprechen wir in diesem Video. Viel Spaß! Ja, wir bekommen in der Community tatsächlich sehr oft die Frage, ich möchte in ein NLZ wechseln, wie schaffe ich das? Oder ich habe das Gefühl, wenn ich dahin wechseln will, dass die mich nicht nehmen, bin ich überhaupt bereit dafür? Also ganz, ganz viele Fragen rund um diesen Wechsel oder diesen Schritt in den professionellen Fußball. Wir haben ja auch schon mal ein Video dazu gemacht und das hier oben verlinkt, welche Vor- und welche Nachteile so ein Wechsel haben kann. Darum soll es aber jetzt gerade gar nicht so sehr gehen, sondern wenn wir uns doch mal überlegen, wo führen denn diese ganzen Vor- und Nachteile und diese ganzen Informationen, die du hier auf YouTube oder sonst wo bekommst, hin? Es geht doch immer darum, dass du eigentlich für dich klar wirst. Möchte ich das und ist es jetzt der richtige Zeitpunkt? Und ich sag dir ganz ehrlich, das kann dir niemand sagen. Also es ist immer unterschiedlich. Es gibt so viele Beispiele von erfolgreichen Fußballern, die ganz früh in den NLZ gewechselt sind. Es gibt aber auch viele Beispiele von Fußballern, die spät in den NLZ gewechselt sind. Das heißt, ich kann dir auf keinen Fall jetzt das richtige Alter geben, wann du wechseln musst und alles andere wäre falsch. Das kommt wirklich auf dich als Einzelperson an. Wichtig ist, dass du Klarheit hast. Tipp Nummer 1 für mehr Klarheit sind Visualisierungen. Also einfach Vorstellungen, Bilder, die du für dich in deinen Gedanken erzeugst. Was soll das bringen? Ja, ganz einfach, es gibt dir mehr Klarheit auf einer emotionalen Ebene. Also wie fühlt es sich für dich an, wenn du dir gewisse Bilder vorstellst? Und das machst du auch für beide Szenarien. Das heißt, im ersten Schritt stellst du dir 1, 2 Szenen ganz klar vor, bildlich, die nächste Saison auftreten könnten, wenn du noch im aktuellen Verein spielst. Zum Beispiel, du bist Stürmer und stellst dir vor, dass du in der nächsten Saison in deinem aktuellen Verein ein Tor schießt. Du malst dir diese Szene aus, du suchst dir die Details, wo geht der Ball rein, wie ist der Jubel, wie schaut das Umfeld aus, wer ist in meiner Mannschaft. Und du stellst dir diese Szene vor und lässt sie einfach 2, 3, 4 Mal vor deinem geistigen Auge ablaufen. Und dann spürst du in dich rein, wie fühlt sich das für dich an? Ist es eher ein motivierendes Gefühl, ein positives Gefühl, ein wohliges Gefühl oder ist es eher ein lustloses Gefühl, ein gleichgültiges Gefühl, ein demotivierendes Gefühl? Genauso kannst du es vielleicht auch mit der Szene machen, wenn du in die Kabine reinkommst. Stell dir vor, in der kommenden Saison gehst du bei deinem jetzigen Verein zum ersten Training in die Kabine, ins Vereinsheim rein. Du siehst deine Kollegen, mal dir die Szene aus, mit wirklich, ja, je detailreicher, desto besser. Und stell dir auch hier wieder vor oder hör in dich hinein, was tut sich bei dir auf der Gefühlsebene? Ist es ein motivierendes Gefühl, wenn du in die Kabine läufst, deine alten Kollegen aus der jetzigen Saison siehst? Ist es ein freundschaftliches, ein vertrautes Gefühl, ein schönes Gefühl? Oder ist es eher ein Gefühl des Scheiterns, ein Gefühl des Nicht-Weiterkommens, ein Gefühl des Stillstands? Wie fühlt es sich für dich an? Und genauso machst du es mit der neuen Situation auch. Du stellst dir also vor, wie es ist, wenn ich in meinem neuen Verein, im NLZ, ein Tor schieße, in meinem Wunsch-NLZ. Wie schauen die Trikots aus? Auf welchem Rasen ist es? Wie ist das Wetter? Wie ist die Szene? Mal sie dir aus und lass sie 2, 3, 4 Mal vor deinem geistigen Auge laufen. Genauso Situation 2. Du läufst im ersten Training in die Kabine deines neuen Vereins im Nachwuchsleistungszentrum. Ist es ein spannendes Gefühl, ein Gänsehautmoment oder ist es eher ein ängstlicher, nervöser Moment? Wie fühlt es sich für dich an, wenn du diese Situation durchgehst? Und da kannst du für dich wirklich, das waren jetzt ja nur Beispiele, 3, 4 andere Situationen suchen und dir das auch immer wieder vorstellen und so in dich hineinhören. Wie ist dein inneres Gefühl zu dieser Entscheidung? Und dann hast du eben nicht nur dieses drüber nachdenken, sondern du hörst wirklich auch in dich hinein. Es ist am Anfang vielleicht schwer, es ist auch ungewohnt, bleib aber für dich dran, mal dir diese Szenen aus, geh vielleicht auch spazieren und stell dir wirklich die ein oder andere Situation vor und du wirst merken, da kommt so das ein oder andere in dir raus, was dir auf jeden Fall mehr Klarheit verschafft. Tipp Nummer 2 ist die Preis-Gewinn-Matrix. In meinen Mental-Coachings mit den Spielern nehme ich die wirklich sehr, sehr oft und auch für meine eigenen Entscheidungen nehme ich die sehr oft her, weil es wirklich ein wertvolles Tool ist, um aktiv über etwas nachzudenken und Klarheit zu bekommen. Und die Matrix ist denkbar einfach. Links ist die Situation, heißt oben die
aktuelle Situation, alles bleibt gleich, das trägst du dir einfach mal ein auf ein leeres Blatt mit einem Stift und drunter schreibst du dir einfach neue Situation oder Wechsel. Okay, dann baust du die Matrix auf, du ziehst die Striche und schreibst in die oberen beiden Spalten einmal Gewinn und einmal Preis. So, und jetzt hast du ja vier Felder in deiner Matrix. Links die beiden Situationen, oben Gewinn und Preis. Und jetzt gehst du die Matrix Feld für Feld durch. Du überlegst dir also im Szenario 1, okay, ich bleibe in meinem jetzigen Verein. Was ist der Gewinn? Was sind also die Vorteile? Was ergibt sich dadurch? Was bleibt dadurch? Was ist schön dadurch? Mach es wirklich schriftlich. Geh jetzt nicht schnell drüber und denk drüber nach. Dir fallen ein, zwei Punkte ein und fertig. Nimm dir dafür wirklich Zeit. Es ist eine Entscheidung, die dein Leben verändern wird. Dann gehst du rüber in das nächste Feld und gehst auf den Preis. Also was kostet dich das, wenn du diese Entscheidung so triffst und in deinem jetzigen Verein bleibst? Was bleibt dir dadurch verwehrt? Welche Herausforderungen entstehen? Auf was musst du verzichten? Das sind so Punkte, so Fragen, die du dir hier stellst. Denk dabei zum Beispiel an die Höhe der Liga, vielleicht auch das Niveau, das Training, die Professionalität. All das sind so Kriterien, wo du dich fragen kannst, ist es für mich ein Gewinn oder ist es ein Preis, wenn ich die Entscheidung so treffe? Und wie schaut es genau aus? Und dann gehst du runter in die nächste Ebene und schaust dir genauso Gewinn und Preis bei einem Wechsel an. Also was ist der Gewinn, wenn ich den Verein wechsle? Welche Vorteile ergeben sich? Welche Möglichkeiten? Welche Chancen? Was bekomme ich dadurch? Was schaffe ich dadurch? Und genauso im letzten Feld rechts beim Preis. Also was ist der Preis dafür, wenn ich wechsle? Auf was muss ich verzichten? Was bleibt mir dadurch verwehrt? Welche Herausforderungen entstehen? Was kostet es mich? Dann hast du für dich diese Matrix schön befüllt und nimm dir auch hier wirklich Zeit. Lass es arbeiten. Es geht nicht darum, dass du das in einer Viertelstunde schnell ausfüllst und dann Klarheit hast, sondern du stoßt damit Prozesse an, die auch unterbewusst ablaufen. Und es kann sein, in ein, zwei Tagen fallen dir nochmal Gewinne oder Preise ein zu der jeweiligen Situation und du ergänzt die Matrix einfach. Häng sie dir zum Beispiel einfach in deinem Zimmer auf und immer wenn du dran vorbeiläufst, schaust du vielleicht kurz drauf und trägst ein, was dir in den vergangenen Tagen oder Stunden eingefallen ist. Und so füllt sich deine Gewinn-Preis-Matrix und du hast vielleicht innerhalb von 7 oder 14 Tagen dann schon wirklich gute Punkte mit drin in den jeweiligen Situationen und für dich auch mehr Klarheit. Und wenn du für dich dann jetzt vielleicht in den kommenden 7, 14 Tagen mehr Klarheit hast und sagst, ja, ich möchte diesen Schritt gehen, denn nur dann geht es jetzt natürlich weiter, ansonsten bist du ja in aktuellem Umfeld gut aufgehoben, dann ist ja auch die Frage, wie komme ich denn überhaupt ins NLZ? Und da wollen wir jetzt noch zwei Wege besprechen, die eigentlich klassisch und klar sind. Nämlich einmal ist es die aktive Bewerbung, also der aktive Weg. Ich trage mich an in diesem neuen Verein. Und einmal ist es der passive Weg, nämlich ich werde gescoutet. Also ich tue aktiv nichts dafür, sondern ich werde angefragt. Und beide Wege sind natürlich total spannend. Und wovon einfach viele ausgehen, ist dieser zweite Weg, nämlich dieses Scouting. Ja, ich muss entdeckt werden irgendwo. Und natürlich ist es so, dass das ja häufig auch der Weg ist, wie die Spieler dann ins NLZ kommen. Und man kann auch da so einige Punkte beachten, um vielleicht diesen Weg noch wahrscheinlicher zu machen, dass man auch gescoutet wird. Fangen wir mal an mit Punkt 1, der aktive Weg. Das heißt, du wurdest bisher noch nicht gescoutet und die Wahrscheinlichkeit ist für dich auch gering, dass du aus irgendeinem Grund gescoutet wirst. Wie könntest du es also anstellen, dass das NLZ auf dich aufmerksam wird? Ganz einfach, kontaktiere das NLZ. Okay? Es gibt immer wieder Möglichkeiten, sich für ein Sichtungstraining oder direkt für ein Probetraining zu bewerben. Und hier sind natürlich auch gute Möglichkeiten, dass du vielleicht sogar eine kurze Videosequenz von dir hast. Also mach auf dich aufmerksam in besonderer Art und Weise und in besonderem Maße. Zum Beispiel eben über dieses Video. Bedeutet, du suchst dir vielleicht einen Kumpel oder einen Elternteil, was die nächsten Spiele von dir oder die nächsten Trainings von dir immer mal wieder die Handykamera rausholt. Mittlerweile haben ja selbst Handys Top-Kameras und da einfach einige Sequenzen mitfilmt und diese vielleicht zu einem kleinen Trailer-Video eine Minute Länge zusammenschneidet. Und wenn du dich dann per E-Mail zum Beispiel im Verein bewirbst, hängst du einfach diese Videodatei mit an und der Verein bekommt schon direkt ein Gefühl, wie bewegst du dich, was sind deine Stärken vielleicht, was kommt raus in diesen Videos. Und es ist schon mal so ein super erster Eindruck, der dich auch einfach von anderen Anmeldungen und Bewerbungen abhebt. Zweiter Punkt, den ich dir hier ganz klar empfehlen würde auf dem aktiven Weg, sprich darüber.
Okay? Sprich mit deinem Umfeld darüber, dass du dieses Ziel hast, in ein NLZ zu wechseln. Es ist ungefähr ja, so wie mit der Wohnungssuche eigentlich. Wenn es aktiv immer mit Bewerbungen klappen soll, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man auch sein Umfeld mit reinnimmt. Vielleicht kennt jemand einen, der jemand kennt. Vielleicht ist es so, dass du ja dann einfach zufällig mal erwähnt wirst, hey, ich kenne da noch einen guten Spieler, weil derjenige von einem weiteren Kontakt mitbekommt, dass jetzt der NLZ-Verein zum Beispiel noch einen Spieler auf deiner Position sucht. Also bring es in dein Umfeld, bring es in die Leute, was dein Ziel ist, wo du hin möchtest, damit die Leute Bescheid wissen und dich vielleicht dann auch bewusst oder unbewusst auf diesem Weg supporten können. Und dieses auf dich aufmerksam machen kann natürlich mittlerweile auch sehr gut auf den sozialen Netzwerken passieren. Heißt, du könntest für dich auch, wenn du sowieso einen Social-Media-Account hast, immer wieder Bilder posten, Highlights posten und da einfach auf dich aufmerksam machen und deinen Traum, da weiterzukommen. Denn auch viele Scouts schauen mittlerweile immer wieder, gibt es zu diesem Spieler, den sie vielleicht woanders entdeckt haben, irgendwas im Internet. Dann googeln die diesen Namen und Instagram, Facebook-Profile, TikTok-Profile sind ja auch bei Google gelistet mittlerweile. Und dann kommt vielleicht zu deinem Namen ein Eintrag. Ist auf jeden Fall schon mal wertvoller, als wenn kein Eintrag kommt. So, dann klickt er vielleicht drauf und sieht schon das ein oder andere Highlight-Video auf deinem Instagram-Kanal. Er sieht vielleicht auch das ein oder andere Bild. Das heißt, er hat schon mal ein Bild zu dir. Er weiß, wie ist deine Statur, wie ist deine Athletik. Wenn das deine Steckenpferde, deine Stärken sind, ist es ja super förderlich, wenn er das sofort sieht. Der zweite Weg ist der passive Weg, also gescoutet werden. Das ist eigentlich der klassische Weg. Und hier ist es schon so, und das ist ja sehr gut für dich, dass die Scouting-Netzwerke immer, immer besser werden. Also die NLZs haben wirklich erkannt, dass diese Talentsichtung schon etwas ist, wo sie gute Spieler bekommen und deswegen ihr Scouting-Netzwerk auch immer wieder erweitern. Und vielleicht hast du so die klassische Vorstellung, ja, es muss jetzt jemand in der Bayern-Jacke draußen stehen oder in der VfB-Jacke, wie auch immer, um mich zu scouten oder nur dann ist ein Scout da. Aber Scouts sind mittlerweile auch oft einfach dann zivile Personen, also die normal gekleidet sind und im Auftrag des Vereins unterwegs sind. Also vielleicht spielst du jetzt im Dorfverein und sagst, ja, aber zu uns kommt nie jemand, dann möchte ich dir natürlich auch noch ein, zwei Tipps geben, wie du die Wahrscheinlichkeit erhöhst, dass du trotzdem gescoutet wirst. Tipp Nummer 1 ist Transparenz. Das heißt, zum Beispiel bei Fußball.de oder bei FUPA werden ja immer Spieldaten selbst im Amateur- und im Jugendfußball gelistet. Also wer hat gespielt, wer hat die Tore geschossen. Und ganz oft ist es bei Fußball.de aber dann so, dass bei der Aufstellung oder bei den Torschützen keine Angaben drinsteht. Und das ist natürlich, um gescoutet zu werden, sehr schlecht, weil angenommen, du hast in einem Spiel 3 Tore geschossen und man sieht es bei Fußball.de nicht und der Scout geht vielleicht durch die Ligen durch oder schaut danach, dann wird er dich auf keinen Fall entdecken. Wenn da aber 3-mal dein Name steht bei den Torschützen und er das zufällig sieht, ist es auf jeden Fall schon mal so ein Merkmal, das ihm vielleicht im Kopf bleibt. Deswegen geh da einfach mal auf deinen Verein zu, wenn dir das aufgefallen ist und frag einfach mal nach, hey, warum haben wir eigentlich bei Fußball.de keine Daten drin? Denn oftmals kann es auch jemand, der einfach ein Fußball.de-Profil hat, zum Beispiel du selbst oder deine Eltern, diesen Fußball.de-Account pflegen und einfach für Transparenz auch bei den Daten sorgen. Und Tipp Nummer 2 sind große Turniere. Mittlerweile ist es oft schon so, gerade bei Hallenturnieren, dass auch immer wieder Amateur- oder Dorfvereine zu größeren Hallenturnieren angemeldet werden können, weil die Organisatoren auch bestrebt sind, dass einfach viele Vereine da sind. Und dann ist es oftmals so, dass sie 3, 4, 5 oder pro Gruppe in den Gruppenphasen immer einen Verein auch aus der Umgebung drin haben. Und da ist es natürlich wichtig, dass du vielleicht auch aktiv einforderst, vielleicht von deinem Trainer, dass ihr vielleicht auch mal nach solchen Turnieren Ausschau haltet. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass auf solchen Turnieren irgendwo ein Scout ist, ist natürlich deutlich, deutlich höher als bei einem gewöhnlichen Ligaspiel in der Kreisklasse. Wenn du jetzt für dich sagst, das Video hat mir gut gefallen, ich habe vielleicht alleine schon durchs Anschauen mehr Klarheit bekommen und es waren wirklich wertvolle Tipps, dann abonnier doch gerne diesen Kanal, denn wir arbeiten Woche für Woche mit diesen relevanten Fragestellungen, auch die ihr uns natürlich liefert, auch in den Kommentaren, bringen auch Trainingsvideos raus, wie du dann dein Ziel wirklich auch zuverlässig erreichen kannst, wenn du dann ins NLZ möchtest oder eben der beste Fußballer werden möchtest, der du sein kannst. Und wenn du sagst, hey, ja, das war cool, aber ich möchte diese Gewinnpreismatrix zum Beispiel unter professioneller Anleitung machen, ich möchte weitere mentale Techniken auch kennenlernen oder ich möchte vielleicht sogar
im Training auf dem Platz mit Rising Pro arbeiten, ich möchte im Ernährungsbereich gecoacht werden, hey, dann komm einfach auf unsere Website. Wir haben ein super Expertennetzwerk für die Bereiche Training, Ernährung, mentale Stärke und arbeite persönlich mit uns zusammen auf 1:1 Basis und wir bringen dich gemeinsam an dein Ziel. Schreib uns dazu einfach gerne an. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung und bewirb dich auf einen Platz bei uns im Coaching. Ich würde mich sehr freuen, wünsche dir bis dahin viel Erfolg. Dein Simon Janssen.